Mahlzeit und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in der F1 2019 Koop mit den üblichen Verdächtigen. Hallo. Hi. Wir haben unseren Kaching-Neustart bereits gezogen. Ich möchte das kurz auf Band 26 Runden gut gelaufen. 22 Runden durchgehalten. Ja, ich habe 26 mehr als geschafft. Gut. Und dann kam der Williams. Und dann kann genau. Matthias hat auch 26 geschafft. Tobi 24. Ja, weil. So. Prost. Ich drück da mal auf Einführungsrunde. Welche Button haben wir? Ah, die fahren wir auch noch. Ja. Ja, zum Glück. Da muss ich mich benehmen, aus der doof. Ich glaube an dich, du schaffst das. Benehmen oder fahren? Beides. Letzteres nur nicht unbedingt auf Monaco. Need to learn the gears. Die Formel 1 auch Doppelkupplungsgetriebe benutzt? Ich habe keine Ahnung. Würdest du das vermuten? Ich würde es stark empfehlen. Weil die ja verzögerungsfrei schalten können. Achtung, Schrittgeschwindigkeit. Ja gut, 26 ist schneller Schritt, aber kann man mal machen. Gut für die Formel 1 Schrittgeschwindigkeit. Ja. Wäre irgendwie witzig, wenn da so vor der Kurve so ein Schild verkehrsberuhigter Bereich stünde. Ich glaube, das ist eine Kurve, da fährt im normalen Monaco tatsächlich eine Buslinie durch, ne? Ja gut, das könnte auch passen. Wenn ich am Rennwochenende... Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass er so eine Stadtrundfahrt lang fährt. Am Rennwochenende wäre geil. Aber Tobi, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Na, wer steht denn da schon vorne? Na, keiner. Der Nachtexpress fährt trotzdem. Macht die Strecke für auf für den Nachtexpress. Ja. Der fährt dann über Grevel. So, dann viel Spaß, viel Glück, ne? Gleichfalls. Viel Erfolg, viel Glück. Damit kann man Matthias. Alles Monaco-Allergiker hier. Ne, nicht unbedingt. Matthias mag die ja unbedingt. Ficken. The Menschen. In meinem Forgotten. So, viel Spaß. Tobi, ich war nicht schon mal vor, ne? Ich zieh rüber. Alles gut. Oh, Vettel hat Leclerc gedreht. Also fast. Boah, hier fliegen ein paar Flügel durch die Gegend. Nee, nicht noch einer neben mir. Och, Manu. Mein letzter Start lief besser. Meiner auch. Ja, dieses Lenkrad, das hat echt schon viel zu viel Formel 1 mitgemacht. Uiuiuiui. Ey. Verschwinde da neben mir. Verschwinde, du Arsch. Ich glaube, ja, ich habe einen in die Wand gedrückt. Ich hatte aber zu meiner Verteidigung die Nase vorne. Der hat gerade rückwärts geschoben. Der ist nicht gut. Möchtest du nochmal neu anfangen, Julian? Nee. Nein, möchte er nicht. Siehst du, ich kenne Julian schon. Ey, ich war vorhin auch nach dem Prinzip bin ich gefahren. Hauptsache ankommen, Position egal. Deswegen werde ich hier jetzt genauso fahren. Das ist auch ein gutes Ziel, wenn man hier bisher noch nie angekommen ist. Richtig. Das dachte ich mir auch. Man muss ja seine Ziele realistisch stecken. In dem Hafen einfach geradeaus fahren. Genau, Tobi. Das auch. Aber nur Dienstag. Sollte mich da nicht zu oft wegdrängen lassen von denen. Ich glaube, mit Sound of Word kann das irgendwann ganz böse Ärger geben, wenn ich den mal cutte. Oh, 3 Sekunden, ne? Eieieiei. Hey Julian, du musst nicht dreimal in die Boxen lassen fahren. Einmal reicht. Aber ist das lustiger?
lustiger dran, an die Herr Kimi, zu das war aber ein ganz knappes Ding. Du müsst ja auch wissen, dass ich da bin. Punkt für dich. Und außerdem, je nachdem, wie in welchem Zustand mein Auto da ankommt, ist das gar nicht so unrealistisch. Ja, Hauptsache, es kommt in einem Stück mit allen vier Rädern da an. Ja, ich weiche auf. Hauptsache, das Monocoque bleibt ganz. Du weichst auf. Ja, aber dann kann er ja schon nicht mehr fahren. Ach, das ist doch pimpöblich jetzt hier. Dunkelgelb. Bist du gerade aus der Box gekommen? Ja, aber... ich möchte nicht drüber reden. Ist mir peinlich. Kriegt doch okay. Einfach kurz Vettel eben raus und... ja, das wäre nett. Was soll ich mit Vettel machen? Einfach rauskicken. Weiß ich nicht. Nett erklären, dass diese Rennstrecke zu klein für uns beide ist. Ja, aber dann hält der wieder reden. Ja, das kann er ganz gut. Ja, das stimmt. Die Rede war wirklich... für Charlie Whiting, die Rede war gut. Geht da halt mit deutscher Gründlichkeit ran. Die fand ich aber schön. Die habe ich mir in der kompletten Länge durchgelesen und den Ausschnitt auf Twitter angeguckt. Ja, wie gesagt, er ist aber wahrscheinlich mit deutscher Gründlichkeit dran gegangen, nur an sein Fahrstil. Da geht er halt nicht mit deutscher Gründlichkeit dran. Das ist sein Schnurrbart schon. Dramatisch. Ja, war das knapp. Deswegen bin ich auch froh, dass ich kein Vettel-Fan bin. Ich auch. Ich mag den Rennstall, obwohl es da einige Probleme gibt. Und ich mag Leclerc. Danke, dass du DRS erklärst. Das ist eigentlich Heiko Wassers Aufgabe. Ja. Der ist doch der DRS-Experte. Der könnte uns auch mal erklären, warum es in Monaco keine 3 DRS-Zonen gibt. Kannst du eh keine Zeit gut machen. Doch, Zeit gut machen kannst du. Nur wenn vor dir halt so 3 Autos fahren, wovon 2 auch DRS haben. Bringt dir das halt nichts. Ohne Scheiß, ich hab Schiss, dass bei meinem Lenkrad, dass ich irgendwann lenke und das Lenkrad selbst in der Hand habe und das Gehäuse noch am Tisch steht. Ja, das ist ein finaler Rettungsschuss, da kannst du nichts mehr ändern. Ja, weil das knarzt schon echt ungesund. Ja, dann öl es doch mal nach. Nee. Aber nicht da, wo es am Tisch befestigt ist. Flup, oh, Scheiße. Das ist wie damals dieser Witz, immer jeden Tag ein paar Münzen in den Hörer zu machen vom Telefon und dann irgendwann alle rauszunehmen. Ja, oder Bremsenöl. Die quietschen. Ja. Hol mal die Wasserstrahlbiegezange. Hol mal einmal Druckluft. Fallenfett. Gehen ins Lufthaken. Ich hab letztens von einem Azubi gehört, der sollte mal einen Eimer Getriebesand holen. Fand ich auch sehr schön. Hat er gefunden? Ne, weiß ich nicht. Der hat ein paar Getriebe ausgeklopft, ich hab nicht nachgefragt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, mit 16 bin ich aufs Feilenfett reingefallen. Auf was? Aufs Feilenfett. Ja gut, ich finde die Situation am ersten Tag ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Ne, war nicht der erste Tag. War nicht der, okay. Wahrscheinlich das erste Jahr. Im ersten Jahr. Das erste Jahr war's. Ersatzluftblase für eine Wasserwaage. Das ist auch gut. Das sollte Kreativpunkte geben. Vor mir bitte etwas Geschwindigkeit erhöhen. Ich wäre euch dankbar dafür. Wie sieht's denn platzierungstechnisch so aus? Aha. Ein Punkt. 18. Aber ich habe schon eine blaue Flagge. Ja, das ist natürlich das, was man haben will. Ich hatte gerade Angst, dass dir da noch jemand von hinten rein rast. Und, ja, bin ich ja auch. Nur es hat halt geklappt. Mhm. Sehr gut, ja. Habe ich dir etwas kaputt gemacht, Matthias? Nö. Habe ich dir eine Position gekostet? Nein, warum? Alles gut. Also mir nicht. Okay. Ich hab ja gerade das Safety Car geholt. Ich hab gerade das Safety Car überholt. Ja, das ist auch okay, aber ihr habt Julian. Das gerade rausgeholt. Ja. Lass deine Rede am Wagen. Nein. Wenn der jetzt da vorne steht und ich da nicht raus kann, ne?
Ja, der steht. Applaus, Hülkenberg. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir mal wieder Monaco. Kann man die Strecke nicht auf 12 Runden verkürzen? Ja, genau. Und der fährt direkt wieder raus. Was ist denn das für eine Scheiße? Einmal bitte Applaus für das Spiel. Immer gerne. In rauen Mengen. Danke, Bell. Du warst jetzt gerade die Einzige, die klatschen konnte hier. Deswegen habe ich mich auch berufen dazu gefühlt. Für mehr habe ich keine Zeit. Ich bin gerade zu kurz. Vorsicht, der Safety Car steht da auf der Bergaufpassage. Ja. Falls da jemand hinter mir ist. Nein! Julian, ich bin so blöd, ich guck auf die Map. Wieso guck ich auf die Map? Was? Ja, wegen Hülkenberg bin ich jetzt 18. Oh, hi Matthias! Hi Matthias. Kacke. Warum hast du denn jetzt auf die Map geguckt? Wo? Ja, weil ich auf Safety Car gucken wollte, um zu wissen, wo das steht. Und das hast du an einer ungünstigen Stelle gemacht? Ja, ich hab den Bremspunkt zu Raskas verpennt. Also der Flügel macht nicht mehr lange mit. Ja, noch ist Safety Car, noch ist es kein Drama. Rot ist das neue Grün. Das muss ich. Ich hab Schiss, dass ich jetzt das Ende der Safety Car Kolonne übersehe. Sag dir, wo es ist. Du musst gerade noch hinter mir sein. Jetzt einfach mal in den Tunnel gefahren, die Safety Car Kolonne. Überhol einfach nicht, Matthias. Welche Position hast du? Der. Julian. 20. Ja gut, da kann ich dir ja immer noch sagen, was ist. Ach da, ich sehe das Ende. Ja, Julian ist ja verrundet und mitten im Feld, glaube ich. Aber pass trotzdem auf, das Ende bin ich. Echt? Bist du hinter mich zurückgefallen? Ja. Nee, das Ende der Schlange, wo Julian raufläuft. Ach so. Na, vielleicht als 18. kannst du ja fast nicht sein, weil ich davon ausgehe, Tobi ist auch noch hinter mir. Nee, ich bin 15. Ich bin ja an dir vorbeigefahren, als du in der Box von Hülkenberg aufgehalten wurdest. Ach so. Ja. Der da übrigens stand und dann einfach durchgefahren ist. Mein Kollege ist in der Boxengasse. Ist mir egal, ist ich brauche nur einen Flügel. Der hat keinen Reifen gewechselt bekommen. Ja, offensichtlich ja schon, aber während er da irgendwie schräg vor mir stand, scheinbar. Ach so. Die hat ein zweites Team rausgeholt. Ich hab keine Ahnung, was das Spiel da gemacht hat. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich, wenn ich es wüsste, würde es mich nur noch mehr aufregen. Ja. Julian ist schuld. Hä? Warum? Weil du die ganze Kolonne da aufgehalten hast. Den Peppelapfel? Du bist schuld am Safety Car. Nee. Doch, das kann man völlig so festhalten. Das ist Bullshit. Nee, das ist völlig richtig, aber das war eigentlich auch ganz gut zu dem Zeitpunkt. Also ich war da jetzt nicht... Hätte ich da nicht auf die Minimap geguckt. Ich dreh mich absichtlich weg, also nein, sorry. Das ist ja... Aber das ist trotzdem faktisch, ist das Safety Car rausgekommen aufgrund eines Vorfalls, den du eingeleitet hast. Wie der zustande gekommen ist, das ist ja eine komplett andere Frage. Wobei ich trotzdem jetzt gerade gedacht hatte, ich war da schon wieder auf Station und hatte James gehört. Ich dachte, deswegen wäre das deployed gewesen. Aber, wow. Kann auch sein, dass das wirklich nicht war. Ist das fährt jetzt rein. Gut. Sehr gut. Komm gerade erstmal an der Schlange hier an. Ich bin nicht mal an der Safety Car Kolonne dran. Hallo Matthias. Hi. Hab euch gefunden. Aber James, du bist nicht weit weg. Wir sind nur in der Kurve. Wir sind jetzt bei hinterm Kurven Schwimmbad. Weiter. Ja. Das ist schön, dass er grüne Flaggen zeigt. Wir holen es trotzdem erst ab Ziellinie. Gespielt. Ich hoffe, das hast du auch schon mitbekommen. Ich bezweifle, dass dir das Spiel jetzt antworten kann. Ja, noch möchte ich nicht Mix 3 fahren.
die hier langsam durchs Casino. Und das war jetzt aber auch cool, was ich da gesehen habe von dir, was das. Ja, ich muss halt hier gerade ein bisschen aufpassen, was so vor mir passiert. Und Raikön fährt einen lustigen Kurs. Der Trick war für die Fans. Chef, lass mich in Ruhe. Das war gecuttet. Das war nicht gecuttet. Nee, von mir. Das habe ich nicht gesehen. War ein Versuch wert. Och! Alter, warum fahren die hier so langsam? Pass auf, Matthias steht da vorne hinter der Kurve. Uah. Hupsi! Och, das ist jetzt aber unglücklich gewesen. Weiter geht's. Ne, also war preisgekrönt von Raikön. Er neben mir, ich neben ihm. Was relativ logisch ist aus dieser Situation heraus. Ja, er lässt ja Platz. Ich nehme den Platz. Er zieht mir voll in die Karre. Ja, und es zur Belohnung ist er deswegen jetzt vor was? Oder? Es ist halt einfach mega mäßig. Es ist klasse. Jetzt weiß ich, warum ich der KI nicht vertraue. Nicht einen halben Meter. So ein Scheißdreck, ey. Nee, ich hatte ja auch schon so ein paar beinahe Geschichten hier. Sowohl hier in Mirabeau als auch unten am Hafen. Oh ja, am Hafen. Schauen wir bei Monaco ruhig schon von Scheintoderfahrung. Nahtoderfahrung meine ich. Ja, ich musste am Hafen vorhin einmal kurz Hülkenberg ausweichen und dann ist er mir auch noch schön, also hat mich schön geschrammt. Da ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Oh, Tobi hat's in der Hafenschikane durchgezogen. Ich hab da. Es war nicht die feine Englische, aber es ging. Ich bin vorbeigekommen. Ja, ich hab da zu viel Angst, Pippi. Ich konnte es mir nicht mehr aussuchen, weil ich keine Chance hatte. Da hätte ich früher bremsen müssen, um eine Chance zu haben. Als ich mich dazu entschlossen habe, spät zu bremsen, hatte ich keine Wahl mehr, als es durchzuziehen. Jetzt soll ich wieder Deploy machen, ja? Ich hab's geschafft! Verdammte Scheiße! Was hast du geschafft? Zu schnell in die Box zu fahren! Ernsthaft, bei der engen Kurve? Ja! Wie? Ich hab das aber auch schon mal geschafft im Training. Mit kaputtem Flügel, ich weiß nicht, wie ich das. Du musst da reindriften. Ich war sehr weit außen und ich bin gedriftet, ja. Ich liebe Mirabeau. Da überhole ich sehr gerne. Ich hab jetzt einen Trolley-Train vor mir. Das ist kein Trolley-Train, Trolley fährt nicht mehr. Ja, fick doch die Henne. Komm. Julian ist in der Boxenausfahrt gescheitert. Ja, die ist ja auch scheiße. Okay, dann sind wir nur noch zu zweit. Are you alright? Mann, ey. Was ist. Alles scheiße an der Strecke. Das ist kacke. Warum ist an der Boxenausfahrt 1 mm zu weit rechts oben vor dem Flügel gelb, ne?
Oh, James ist hinter mir. Ja. Mit besseren Reifen. Wir müssen mal wieder. Ich muss mal wieder Spiele spielen, die nicht so den Puls in die Höhe treiben. Wir können FIFA gegen lassen. Nein. Wobei, das ist eigentlich eher lustig, ne? Du kannst ja auch Borderlands 2 kaufen, das können wir auch zusammen machen. Wir können auch mal Sniper Elite anfangen. Das ist auch eine Idee. Oder du bremst dich einfach vorbei. Ich glaube, wenn ich mal in den Chat von uns beiden gucke, dann habe ich jetzt nicht gerechnet. Sniper Elite ja, vom Jahr hab ich gemerkt, irgendwann. Die Lücke war auch nicht besonders groß, Tobi. Nee. Wollte ja auch keine Lücke lassen. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, was Raikön macht, deswegen habe ich früh gebremst. Ja, hast du gut genutzt. 23.11. Ich überhol die KI ständig an der Stelle. Das muss ich mir mal merken. Das muss ich vielleicht auch mal machen. 23.11. letzten Jahres. Hab ich mir Sniper Elite geholt. Oh, da hast du deinen Mini-Billard-Fisch gehabt. Du hast ja 13. auf und dann 13. auf. Gott, war ist knapp. Das immer knapp. Achso! Ja. Wie möchtest du viel gehen? James! Der scheint ja mittendrin zu sein. Oh ja. Mittendrin statt nur dabei. Uiuiuiui. Ja, da hat er mich gerade auch überholt. Raikön wollte das wohl nicht. Raikön wollte sich nicht überholen lassen. Raikön, das war doch auch, Mann. Ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der Probleme mit Raikön hat. Ja, der Flügel hat's mitgemacht. Okay. Ja, die KI ist auf dieser Strecke auch nicht so ganz optimal. Mal sehr diplomatisch auszudrücken. Ich bin jetzt in Mirabeau auch nicht ganz optimal gefahren, ansonsten wäre ich vorbeigekommen. Muss ich auch zugeben. Irgendwie so eine französische Käsesorte. Nee, es ist Mirabeau. Ja, weiß ich. Aber hier ist echt immer knapp mit Bremsen. Ja, bei mir war es jetzt in dem Fall zu knapp. Oh. War alles heile geblieben, aber ich war ja schon mit dem Flügel neben seinem Hinterrad. Ja, solange du nicht drin hängst, ist okay. Nee, die Lücke war Gott sei Dank da. Das ist gut. Achtung, die fahren hier oben im Casino langsam. Mhm. Ach, das ist das Casino? Nee. Dachte, das wäre diese enge Links, enge lange, ganz lange Linksgruppe. Es ist Löws. Ach, das ist die Löws. Beziehungsweise sie hat eigentlich alle zwei Jahre einen neuen Namen. Ja, für mich ist das die Löws. Das ist wie im Westfalenstadion, das ist immer das Westfalenstadion, egal was du draußen dran schreibst. Ja. Ihr wusstet? Also verhält sich analog genauso mit der Köln Arena. Ja. Oh mein Gott, ist das so. Ich habe das erste Foto gefunden, was Matthias mir von Lena geschickt hat. Von Lena, dem Hund. Für die Leute zur Frage. Nicht, dass irgendjemand auf dumme Ideen kommt. Ist jetzt aber ein Teil geflogen. Zwei Monate bevor ja, es ist noch gelb. Okay. Bitte? Julian, ich hab das akustisch nicht verstanden. Das Foto, was du mir da geschickt hast, war zwei Monate bevor ich sie bekommen habe. Das ist fucking süß. Du warst eines der ersten mit der Schleife auch noch, ne? Ja. Aber der Flügel muss jetzt bis Runde 24 halten. Ach, da war sie wirklich noch kleiner. Die hat auch irgendwie 3 oder 4 Kilo zugenommen. Das ist ja auch richtig. Soll sie ja auch. Ja, bestimmt auch sieht man bei dem Hund aber nicht. Nee, richtig, ist ja auch gewachsen. Die ist ja erst jetzt knapp ein Jahr alt. Ich glaube in 1 oder 2 Wochen wird sie. Ja. Ja. No. Wir machen einen kleinen Geburtstag dann für sie. Passt.
Als Antwort auf das Ding. Ich bin neben mir. Wir hören das dann auf, wenn ich es sage. Vor allem dann, wenn ich es brauche. Noch brauche ich den Sprit nicht. Noch bin ich froh, dass ich ihn habe. Goodbye, have a nice day. Bye, have a beautiful time. Das ist auch noch so ein Soundeffekt, den ich suche. Have a great day. Verschwinde doch neben mir, Mann. Ist der jetzt in der Mauer gelandet? Ups. Balken habe ich, glaube ich, abgeschossen. Und nicht absichtlich. Hab aber keine Ahnung. Nee, Alben hast du nicht. Nee, der fährt weiter. Matthias? Ja. Wie alt sind meine Reifen? Das ist eine berechtigte Frage, der ich kurz auf den Grund gehe. Tobi, warst du schon mal in der Box? Ja, in Runde 4 oder 14 Runden sind. Ah, in Runde 3. Nee, Runde 4. Ende Runde 3, Anfang 4. Ja, dann so. War mir nicht mehr sicher. Ja, geschmeidige 20 Sekunden Rückstand auf Ricardo. Grosjean ist übrigens Dritter, Tobi, aber kein Stress. Ja, das ist ja okay. Meinst du den hier? Gut, das Team mal ein paar Punkte. Bye, have a great time. Ja, genau. Also sowas wie hui von dieser Schnecke und die schreiende Ziege habe ich schon gefunden. Da warte, ich schick dir den mal zu. Kann man ab und zu auch mal vielleicht ein paar Dinge mit Soundeffekten unterlegen. Gott. Na, eigentlich bin ich ja froh, dass ich nach vorne jetzt ein bisschen Luft habe. Ja, das ist schön. Allerdings ist es auf Position 9 unangenehm. Ja, Tobi, das ist schön. Ich hing in dem Pulk auch lang genug drin. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's mir von hinter dir angeguckt. Ich glaub, jetzt habe ich Stroll abgeschossen. Ja. Und einen gelben Frontflügel durch. Der Ton hier, glaube ich, guck mal Matthias Humor, glaube ich. Ich glaube, ich guck mal lieber Tobi zu, der schießt gerade mehr Leute ab. Ja, bei mir ist auch nichts los. Gerade Raikön, jetzt Stroll. Wechsel dann auch mal. Yep. All eyes on you, Tobi. Komm, hol dir den Alben. Ja, schön. Oh, nee, schön war das nicht. Warte, da muss ich kurz. Nee, ist zu spät jetzt, ist nicht mehr witzig. Doch, das muss jetzt. Okay, war doch mal witzig. Da ich die Situation nicht gesehen habe, kann ich das nicht beurteilen. Bin vielleicht ein bisschen über die Begrenzung nach Start-Ziel gerutscht. Also ja, da kannst du auch ein bisschen, kannst du da auch. Musst du teilweise auch, wenn du zu spät bremst, weil die fahren dann nicht an die Seite. Jupp, das war genau die Situation. Platz. Ja, habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Unter anderem. Ja, mit dem Unterschied, dass du halt gar nicht gebremst hast. Ne? Nicht gebremst, sonst wäre ich nicht um die Kurve gekommen. Guter Soundeffekt, Matthias. Wenn ich da nicht gebremst hätte, dann wäre ich jetzt nicht mehr am Fahren. Tobi hätte, Fahrkette. Deswegen gibt das Spiel, glaube ich, da gar nicht so schnell Verwarnung. Doch. Matthias, nee. Wie alt sind meine Reifen? Deine sind 13 Runden alt. Die 3 war nicht so viel. Jetzt 14. Das ist absolut richtig. Also Runde 6. Gott, irgendwann. Und 24 ist 30. Ups. Garo ist ein Peak. Nee, ich wollte nur wissen, wann ich in die Box muss, damit ich meine 24 Softrunden fahren kann und dann eventuell die Medium zum Ende raus noch ein bisschen geschont kriege. Realer Irrsinn.
genauso wie realer Irrsinn, dass Tobi gerade in der Löws kurzzeitig vorne rechts einen weißen Reifen drauf hatte. Ja, hat ja auch. Jetzt ist er wieder generell gelb. Recht regulär. Ich hab 4 Reifen in weiß drauf. Nee, bei mir hat er 4 gelb drauf. Ich habe Zeugen. Das eine war keine Streckenbegrenzung, aber eine Zeugen. Die sollten weiß sein. Ich hab's wieder gut gemacht. Sollten weiß sein, ja, in der Anzeige sind die auch weiß, aber im gerenderten, rumfahrenden Auto sind die gelb. Danke, hätte ich nicht gemerkt. Das hat das Spiel manchmal, aber wenn das bei dir gehäuft auftritt und du vermutlich die DirectX 12 Version benutzt, würde ich vielleicht mal überlegen, ob es daran könnte. Ich glaube, die ist standardmäßig bei Windows 10, ne? Ja, das ist zumindest die standardmäßig eingestellte Startoption für das Spiel. Ja. Ja, dann nutze ich die. Probieren wir beim nächsten Mal einfach mal die DirectX 11 aus. Vielleicht behebt sich das Problem dadurch. Ich hatte es bisher, glaube ich, so ob ich drauf geachtet habe, bisher erst jetzt hier. Mal schauen. Ja, aber es kamen nochmal 2 Patches jetzt seit dem letzten Mal, dass wir aufgenommen haben. Ja, GeForce Experience hat mich vorhin auch angehauen, es gäbe eine neue Grafikkörper-Version. Ja, wenn du das letzte Mal da aktualisiert hast, wo ich mitbekommen habe, dann sind es schon 2. Ja. Tobi, alles gut gegangen? Ja. Den Tunnel gegen die Wand gefahren. Ja, ist was kaputt gegangen, war die Frage. Ja, ganz links ist jetzt rot statt gelb. Ja, das solltest du beheben lassen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Aber du könntest auf Mediums zu Ende fahren. Ja, Mediums hat er mir auch vorgeschlagen in der alternativen Strategie. Wird am Ende zwar fies, aber... So, 59 wieder. Hör doch mal auf damit, ich hab die Streckenbeschränkung nicht überschritten. Ich bin in der Box! Ja, das ist nicht Strecke. Das ist nicht Strecke. Ja, der streng genommen sogar recht. Ja, okay. Die Boxengasse. Ja, okay. Upsala. Oh, da kommt die KI. Wie viele Sekunden fehlen mir jetzt noch auf Science? 17,1. Okay. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wahrscheinlich guckt Matthias mir gar nicht mehr zu, sondern hupt einfach nur noch mit dem Ding rum. Doch, aber das Hupen mit dem Ding, das passiert quasi als Reflex, weil ich walke das gerade so nebenbei mit den Fingern. Das ist vielleicht nicht die schlauste Idee. Pass mir zu. Ich hab jetzt gerade 2 Ferrari hinter mir. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Zumindest nicht, Doch, die fahren jetzt in den Tunnel. Ja, aber das ist noch ein bisschen Luft, Tobi. Wenig. Das ist noch mindestens der halbe Tunnelplatz. Na gut. James schläft nicht weiter nach oben. Was? Ja, Tobi, guck mal, da ist eine Katze. Ha! Die Mücke ist tot. Sehr gut. Kannst du mal herkommen und meine auch totschlagen? Nee. Ja, bis Matthias da ist, die wieder weg. Sie ist schon eines natürlichen Todes gestorben. Oder versteckt. Weiß ich nicht, wie lange Matthias kannst, hier hin braucht. Kannst du nicht deine Katze darauf ansetzen? Sie ist nicht hier. Achso, ja, dann hol sie. Ja, dann hol sie. Ich fahre gerade, er fährt ja noch. So ein Rennen hier. Da eben. Nein, da fährt man so. Nee, Jeff, ich glaube nicht, dass wir diese Lab boxen. Ja, was hat die Lab dir denn getan? Ja, nix, darum boxe ich auch nicht. Ja.
Herzlich willkommen in der langsamsten Kurve des Formel 1 Kalenders. Peach. Was war das denn jetzt für ein Problem, Matthias? Erstmal bitte aufzeichnen. Du hast abgekürzt. Nein, habe ich nicht. Ja. Du hast den armen Russell angeschoben fast. Ich habe jetzt kurz ein bisschen abgekürzt. Das war schön. Ich habe mir bei James abgeguckt. Und das ist der Schorsch. Da hat er mich nämlich so überholt. Ja, das klingt nach schön. Überholt ständig im Mirabeau. Völlig okay. Miracoli. Soll der Russell sich erstmal mit der... Ob wenn die KI dann prinzipiell selten mit einverstanden ist, dass man das tut, aber ich tue das ja halt. Oh, da ist ein Ferrari hinter der KI. Was ist denn hinter dem Rüssel? Naja, soll der sich damit rumschlagen? Geh doch mal glatt davon aus, dass der Vettel ist. Kannst du auch rauf von ausgehen, das ist mir egal. Aber Tobi, jetzt gleich hast du das Problem. Doch. Der hat sich Rüssel schon geschnappt. Ja, das ist ja okay. Oh. Da war nix? Ja, das war auch nur. Ein Fehlmöb. Also ein Test oder was? Ja, das ja, ist. Ob du noch überhaupt noch zuguckst. Sirenentest. Ich schau nicht mehr hin. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr angucken. Das erklärt vieles. Das ist das Standby-Merp in der Engine, das ist normal. Ich glaube, die 90er KI in Monaco ist vollkommen ausreichend für unsere Verhältnisse. Jo, das passt schon. Du hast jetzt übrigens noch 17,8 Sekunden auf Zeit. Gerade waren 17,1, aber kein. Nee, ich guck da selber. Start und Ziel versuche ich immer kurz ein Auge drauf zu werfen. Während ich bremse. Sehr gut, sehr gut. Aber er dürfte auch die besseren Reifen haben. Oh, okay. Herr Sainz. Das fand ich so gut. Ja, ich kann jetzt hier, glaube ich, nicht überholen lassen. Uiuiui. Du hast den rumpfgrößten Dürten mit der Suppen verfahren, Tobi. Mit diesem Hof. Guck mal, warte mal, ich lasse euch nach dieser Schikane hier vorbei. Hier. 16,9, sagt mir das Spiel gerade. Ich fand aber ein schönes Rennen, die beiden Ferrari da. Definitiv. Muss übrigens mal in die Box. Das war ein bisschen sehr ambitioniert, dem da gerade in die Karre zu fahren. So wie immer ans olympische Motto denken. Ja. Für Monaco wandeln wir es ab, ankommen ist alles. Ja, ja. Nee, ist Box, ne? Ja. Grosjean ist übrigens immer noch dritter, Tobi. Ja, das ist doch schön. Und das Team auch mal Punkte. Bei König ist 15. und er hat die schnellste Runde, also. Es ist 23:09. Ja, wir haben das erste Drittel geschafft. Und mehr müde ist bald. War sogar schon ein bisschen mehr. Und mir müde ist jetzt schon. So. Ja, Jeff, ich merk schon, dass der Grip nachlässt. Keine Sorge. Ich zieh direkt trotzdem noch ein bisschen. Merkst du das? Sag mal, Julian. Bisschen ja. Saft haben sie noch. Du hast morgen keinen Urlaub, ne? Nein. Ich muss morgen auf Maloche. Ich hab erst in 2 Wochen wieder. Für die Bachelorarbeit. Verrückt. Ja. Ach, hallo.
Bist du da bald fertig? Ja. Ja, Wahnsinn. Geht gut voran. Ich habe meine Maßtabelle einfach. Aber Julian, du brauchst da ewig für. Ja, ist richtig. Darfst du die erst anfangen per Gesetz, wenn Julian fertig ist? Nee, wenn ich meine AFM-Prüfung fertig habe. Das sind tatsächlich die letzten CP, die mir noch fehlen, um formal anfangen zu können. Heißt, die ist ja jetzt bald die Prüfung, ne? Jo, um 27. Ja. Nächste Woche Freitag. Wird es gut passieren, dass wir ungefähr gleichzeitig anfangen damit? Ja, ich will Anfang November anfangen. Mitte November. Vielleicht ein bisschen eher, also ein bisschen. Weil ich Ende Oktober noch eine Prüfung habe. Ach, du hast auch noch eine Prüfung? Ja, ich habe doch vom 31.07. die Prüfung euch auch geschoben. Weil ich da keinen Bock habe, so viel auswendig zu lernen in der kurzen Zeit. Wenn du die Prüfung da gemacht und bestanden hättest, hättest du die CP auch schon gehabt? Ja, aber ich brauche AFM trotzdem, weil ich brauche noch ein Vertiefungsmodul angewandt. Achso, es sind nicht nur eine Anzahl an CP erforderlich, sondern es ist auch ein Schwerpunktsbereich. Muss irgendwie ein Modul angewandte Mathematikvertiefung und ein Modul reine Mathematikvertiefung. AFM macht die angewandte. Die reine Mathematik habe ich auch schon, das war FT2. James? Ja. Die Dauer für meine Bachelorarbeit könnte aus mehreren Faktoren resultieren. Ah, nimm dir ein Beispiel an Tobi, der hat das in 3 Tagen gemacht. Ja, der musste aber auch nicht 17.000 Wörter und 60 Seiten schreiben. Ja, und der musste das auch nicht neben einer 40-Stunden-Woche machen, wo er dann auch noch ein bisschen Freizeit haben wollte, deswegen hat er das... Ja, da sehen wir das Problem, du wolltest noch Freizeit haben. Ja, will ich auch, mach ich auch. Ich komme ja mit meiner Tobi Zeit hat sich gedacht, auf 3 Tage kann ich auf Freizeit verzichten. Ja, ich habe natürlich geschickterweise die letzten 3 Tage des Bearbeitungszeitraums genommen. Und ich plane keinen Master zu machen. Das heißt, das Ding möchte ich einmal recht halbwegs vernünftig irgendwie bestehen. Und dann, Ja, dann nimm dir 4 Tage Zeit, dann kriegst du vielleicht eine bessere Note als meine 3.0. Das Problem nicht. Ich will eigentlich auch nur noch bestehen. Ich bin selbst nicht von meiner Arbeit besonders überzeugt. Aber das ist keiner bei Abgabe. Ich kenne zumindest keinen. Ich habe Schreibstil und ich setze Kommata wie mir beliebt. Dafür bin ich ja da. Ich kenne keinen, der seine Bachelorarbeit abgegeben hat und gesagt, boah, was habe ich da für ein geiles Dokument erzeugt? Ja, irgendwie, ne? Also Tobi, da kannst du echt die ganze Arbeit anstreichen. Und wie gesagt, ich habe auch den schönsten Schreibstil, also den finde ich selber scheiße. Ja, ich habe da auch ein Word, was man da erwarten. Das wäre auch in LaTeX nicht besser, der Schreibstil. Inhaltlich oder? Weißt du, aber lieber ich streiche dir ein paar mehr Fehler an, als du korrigierst, als du sagst mir hinterher, den Fehler hast du mir aber nicht genannt. Na ganz ehrlich, wer eine umfassende Korrektur seiner Bachelorarbeit von mir verlangt, der möge sich ein Lektorat nehmen. Oder mir Geld geben, dann lese ich die sehr gründlich. Aber der Rest besteht immer auf reiner Gegenseitigkeit. Und jetzt schreibt Tobi irgendwie deutlich mehr Hausarbeiten als ich. Also ich glaube, man merkt... Ja, aber wenn du mal eine Hausarbeit schreibst, dann kannst du mir die auch wieder Zeit das schicken. Das völlig richtig. So wie Nazi hat gerade blaue Flagge ignoriert und 5 Sekunden schaffen wollen. Wow. Ich ziehe meine Kritik vom letzten Mal zurück. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ja, aber nicht immer. Ja, Tobi, du darfst dich dann auf die Masterarbeit freuen. Ich habe jetzt auch seit... Ja, warte, aber keine inhaltliche Korrektur. Nur haben wir beim IT-Center nie besonders wissenschaftliche Arbeiten. Ich will nicht überrundet werden, ja, ich bin überrundet worden. Und man merkt mir, glaube ich, in der Arbeit an, dass ich nur noch fertig werden will. Auch das ist bei Bachelorarbeiten normal. Aber Matthias, ich glaube, wenn ich alle Module jetzt berücksichtigt habe, dann wird es bei mir keine Hausarbeit mehr geben, außer der Masterarbeit und irgendwas im Studienseminar. Das Halleluja liegt übrigens in diesem Fall nicht an deinem Schreibstil, Tobi, sondern an den Themen und für die kannst du ja nicht. Ja. Waren die Ferrari schon in der Box? Ja. Bei meinem Schreibstil habe ich tatsächlich recht gutes Feedback immer bekommen. Ja, also der ist auch. Nein, James. Nee, die waren noch nicht in der Box, Entschuldigung. Okay. Ich glaube, ich muss die nochmal gründlich durchlesen und gucken, bevor ich die euch gebe. Julian, die wird nie fehlerfrei. Ich will euch nicht verschrecken.
Alles gut, das kannst du nicht. Nee, du kannst. Nein, mich kannst du nicht mehr verschrecken. Ich habe einmal eine Lehramts-Bachelorarbeit gelesen, da habe ich einen halben Rotstift drauf ausgeleert. Sowohl inhaltlich als auch von dem Rest. Ja, aber hast du das von jemandem gemacht, mit dem du mehr zu tun hast? Ich kannte die zu dem Zeitpunkt relativ gut, weil wir halt die Vorlesung zusammen gemacht haben, die wir da gerade pimpöpelt haben. Echt, die war das? Ja, war eine in Stochastik 1. Ich glaube, ich weiß, den du meinst. Nee, ich weiß nicht, ob ich das damals beigetreten habe. Auf jeden Fall war das eine schlimme Arbeit. Ja, könnte mir vorstellen, wen du meinen könntest. Oh nein, sagen wir es so. Oh. Schon passt. Zur Identifikation der Person und zur Bloßstellung nennen Sie bitte jetzt vor und nach. Medium oder fahren die immer noch auf Soft? Wer? Scheiße, Ferrari sie kommt jetzt auf die Familie. Den Nachnamen wüsste ich nicht mal. Ich wüsste, wenn dann nur den Vornamen. Ist auch IT, nein, das macht man nicht. Aber ist das, also laut Anzeige fahren die Medium. Ja. Ferdinand Fimpöpel. Ferdinand, ja, genau. hieß sie nicht. Sie hieß Ferdinand. Klassischer Weibsname. Ja, ich war 16 und sie war alt. Und wir auch einfach nur. Naja. Nee, den Namen Ferdinand habe ich ja. Hat sich auch den ganzen Abend so durchgezogen, dann, dass sie bekommen. Alt war und dass man mit 31 alt ist. Von einer gewissen Person, die auch gerade hier anwesend ist. Tatsächlich richtig, 31. Es war der erste schrecklichste Name, der mir in den Sinn kam. Ferdinand. Nee, nichts gegen Ferdinand, so hieß mein Opa. Echt? Nee, Ferdinand finde ich einen furchtbaren Namen. Ich hätte fast Ferdinand als Zweitnamen gekriegt. Nächstes Mal nenne ich dich einfach Kevin. Tut mir leid. Was, Kevin? Ich finde den Namen. Stopp, Kevinismus. Das nehme ich dir persönlich. Ey, ganz ehrlich, ich finde den Namen eigentlich voll in Ordnung. Kevin ist kein Ferdinand. Name, das ist eine Diagnose. Kevin nicht. Achso, Ferdinand. Ich kenne auch keinen Kevin, der was im Kasten hat. Ferdinand, ja, ich finde ihn, nee. Ich find ihn jetzt schön. Man hört immer nur von welchen, die irgendwie Scheiße bauen. Viele machen alle Kevins ihrem Namen alle Ehre. In irgendeiner Art und Weise. Ja, bestes Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen erst. Ne? Ja. Welches Beispiel meinst du? Kevin Currywurst. Mhm. Ach so, ich dachte, du meinst unseren KT, Kevin. So? Ich hätte jetzt an die Supernase gedacht, aber... Supernase. Der hat immer die besten Beispiele, aber der ist ja schon länger bekannt. Ja, ja. Aber es ist interessant, dass jeder von uns an einen anderen Kevin gedacht hat. Und das auf alle zutrifft. Also ich hab auch an den gleichen Kevin gedacht wie Tobi. Ja, immerhin. Ich hatte ja mit dem nicht besonders viel... Content-technisch zu tun. Wo Tobi sagte, so vor ein paar Wochen den Kevin, dann habe ich mir gedacht, ja, der war das schon. Könnte man mein Ehrenfall sagen, ist er eigentlich gerade alleine rum oder ist er auch irgendwo in der Gruppe? Warum sagt mir eigentlich keiner, dass mein ER ist voll ist? Was ist in der Gruppe? Ob Science alleine fährt oder ob der in einem Grüppchen hängt? Ja, Science ist relativ dicht an Ricardo und der ist relativ dicht an Paris, aber danach kommt halt nichts mehr. Erstmal. Nee, so Kevin Currywurst nach dem Motto, ich habe meine Freundin zweimal beschissen und sie seelisch damit zerstört, lass es noch ein drittes Mal tun. Ja, ne, kennst du auch, alle guten Dinge sind drei. Ja. Man muss immerhin die Konsequenz loben. Konsequenz? Schlechter schwarzer Witz. Ich halte jetzt einfach mal zugute, dass Russell ihn aufgehalten hat. Der Russell ist Rorsch. Also das kann ich nicht verstehen, wie ich auf niedrigem ERS mit Standard-Benzin-Gemisch und harten Reifen ihn mit Soft eingeholt habe. Ja, weil der Fall die Soft schon so langsam 16 Runden alt sind. Ich kann aber auch mit dem Medium Ferraris mithalten. Vielleicht aber auch einfach, weil Russell vor ihm hergetuckert ist. Wird sich jetzt zeigen, aber jetzt habe ich mein ERS hochgedreht. Always look on the bright side of life. Manchmal frage ich mich, ne? Was in der KI vorgeht. Nicht viel. Nee. Das war schon wieder arschknapp. Da geht echt nicht viel vor in der KI. Schalten wir mal rum zu James O'Neill. Ich möchte ihn immer noch zurück. Nein, der Williams hinter mir ist direkt nach Saint-Devot direkt nach links gefahren. Der ist aber kein Williams. Vorhin der direkt hinter dir ist. Doch auf Strecke ist ein Williams hinter mir.
Nein, das ist ein Alpha. Gut, dann ist der Alpha da auch noch mit durchgerutscht. Na gut. Dann ist es der Williams hinter dem Alpha. Das konnte ich jetzt an der Stelle nicht erkennen. Fahr mal langsamer, ich muss in den Rückspiegel gucken. Die aktuelle Auswahl gesagt, wurde auf Basis eines Algorithmus Liste, getroffen. Welcher Williams hinter dem Alpha herfährt? Akibuk. Walter. Oh Mann. Hat Jeff mir gerade wirklich gedacht, gesagt, switch to Mix 3 ASAP? Ja. Ja. Ja, Jeff, lass mich doch mit dem Frontflügel in Ruhe, der ist gelb. Right side of the wing. So. Matthias? Ja, bitte. Was zeigt ihr dir jetzt eigentlich bei meinem Reifenalter an? Bei deinem Reifenalter. 27 Runden. Ja, das kommt hin. Der Stocksenbob. Weil ich ja wieder auf den Reifen bin, auf den ich war, bevor ich die Mediums zwischenzeitlich drauf hatte. Easy game on the pimpurple. Ich hab keine Lust. Nur echt mit Peter Lustig. Löwenzahn. Ich finde die Imitation von Marty Fischer von dem ziemlich gut. Er hat ja mal einen Loop gemacht mit Löwenzahn und hat dann so gesprochen wie. Fand ich ziemlich gut. Ich finde das interessant, dass du hier bequem mit dem gelben Flügel noch gut mitfahren kannst. Im gelben geht's noch, das ist richtig. Hab ja im ersten Take auch getan, tun können. Ja, ich muss, ich fahre jetzt bestimmt wegen dem gelben Flügel nicht nochmal in die Box. Verstehe. Boom. Ching. Boom. Ding. Ding. Solange wie ich immer noch Bestzeiten im ersten Sektor fahre. Ums und Fadara. Kann ich mal im Quiz-Duell spielen? Quiz-Duell? Und ein Prinzipium. Gegen diesen J-Attack. Laufen. Heute Mittagabend will ich laufen. Herr Hahn muss laufen. Mampfhütte finde ich gut für eine Fachhandelskette Tiernahrung. Ja, finde ich auch. Science hat immer noch keine Anstalten gemacht, mal in die Box zu fahren. Nö. Auf dem ersten und zweiten. Das ist entweder fahren die gleich auf Softs, aber dafür zweimal. Dann ist die KI ziemlich dämlich. Entschuldigung, die ist dämlich. Ja, du brauchst den Satz gar nicht weiterführen eigentlich. James, was hast du für eine Mischung? Hast du Medium? Ich fahr Medium, ja. Ja, hast du tatsächlich bei mir bei jeder Anzeige dann. Auch im gerenderten Modell, das finde ich fast grandios. Ich wollte mal ein bisschen mehr ERS benutzen. Ja, das habe ich auch vorhin irgendwie. Da hat er mir aber nicht Bescheid gesagt. Ich war die ganze Zeit glücklich und fröhlich auf 1 hier durch die Gegend und guck da gerade auf die Batterie so 100. So, oh, ja. Gut, da ist es praktisch, dass ich den Sprit gerade runterstellen musste. Mm-hmm.
Kriege ich noch mal ein Update zu Science? Science ist 23,8 Sekunden vor dir. 23, okay. Und seine Reifen sind 20 Runden alt. Medium. Es könnte aber sein, dass Habitat ihr wohl jetzt überholt. Demnächst. Ich da, ne? Oh ja, der ist sehr nah dran. Ja, aber mir geht's darum, auszuchecken, ob der nochmal in die Box fährt. Das würde er dann aber wahrscheinlich nicht tun. Der hat dann wahrscheinlich schon mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Stops gemacht. Bei der KI mutmaßlich einfach mal sind zwei. Runde 40 von 78. Nee, RS ist hier echt nicht witzig. Ich werde aber mal auf. Ja, ja, alles klar. Gute Nacht. Tschüssi. Gute Nacht. Habt noch Spaß beim Rennen. Ja, danke, ja, danke, danke. Gute Besserung mit deiner Ecke. Kommt schön an, jedenfalls ihr beide, die noch drin sind. Ei, ei. Aber das vor. Wir arbeiten. Tschüssi. Tschüss. Ja. Buddy disconnected from your channel. Listen-Dierer. I will return, return shortly. Julian weg? Er ist kurz weg, ja. Kommt er wieder? Ja, nee. Er kommt gleich wieder, ja. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Komm, James, wenn du Claire kriegst du noch. Na klar. Entschuldigung, ich wollte dich da jetzt eigentlich nicht reintreiben. Ich hab mich da selber reingetrieben, keine Sorge. Gut, 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 gut. Ich nutze ihn jetzt einfach als Maßgabe für meine Speed und wenn er mir jetzt arg weit wegzieht, dann hole ich mir noch mal einen Reifen. Passt. Ich will es ja auch nicht zu lang, weil ich mache für meine Zuschauer, deswegen überhole ich gleich einfach nochmal die gleichen Leute. Wo ist James denn gerade streckentechnisch? Raskas. Raskas. Oh, wir mal ein bisschen aufpassen. Die da vorne aus der Box kommen, ne? Sind das welche für mich auf der Strecke oder? Nee. Also ich zumindest nicht. Walter. Ja, jetzt die eine Seite orange. Der hinter mir ist auch noch. Ja, dann fahr halt auch vorbei. Oh, einer war sogar für mich Überholung. Ricciardo, ja. Ja. Achso, ich wusste nicht, wer hinter mir ist. Ja gut, dann da bin ich mal gespannt, was Jeff jetzt für eine grandiose Idee hat. Und eine 42 nochmal Mediums? Nee. Lass mal. Brotten, Broschlucken. Ja, jetzt einfach noch eine Weile hinter Leclerc her. Leclerc, bitte. Dann holst du ja nochmal Soft, so sah der Plan aus, ja. 24 Runden kann ich damit fahren. Das heißt, ich muss jetzt noch 14 Runden. Ja gut, nee, ich. Ist okay. Was macht Ricardo denn da? Also ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich hab's mir anders überlegt. Ja, und Ricardo ist dann einfach mal stehen geblieben. Ich wäre fast den drauf gefahren. Komm, Tobi, in den Alpen kriegst du. Ja, ja, gut. Auf mager und niedrig. Ich bleib in den Punkten, ich bleib in den Punkten.
Der mir hinten dran. Meiner? Ich glaube, das ist der Major. Dieses Freestyle-Beatboxen. Tobi Major, was denn? Wing Damage. Major Wing ja. Damage. Da ist dein Wing Damage so gut, der ist schon Major. Major Wing Damage. So, Norris vor mir auf Hart. Ich glaube, das wird hart für ihn. Da. Ja, aber die Harten sind auch schon 37 Runden drauf, also. Dann wird's noch härter für ihn. Da sehe ich ein lustiges Rennenende. Tobi, bei dir ist gerade auch nichts los, ne? Nö. Was ist da los? Ich fahr grad vor Albon weg, obwohl mein Flügel kaputt ist. Vor Albon. Ja, ich bin auch mit kaputtem Flügel an Leclerc dran geblieben. Vor ja. Albon. Jetzt ist er wieder da. Pfeile richtig deute, fährt er gerade in der Streckenbegrenzung. Nee, trau ich der KI ohne weiteres zu. Was mein Boxenstopp verpasst. Nein. Hat zufällig irgendjemand mein kaputten Flügel direkt nach dem Boxenstopp. Die Details offen, wie oft die KI geboxt hat? Nein, aber die kann ich durch Klick erreichen. Wen möchtest du denn wissen? Ich möchte allgemein wissen, wie oft die stoppen. Zwei oder dreimal. Ein oder zweimal, Entschuldigung. Also ganz viele haben jetzt schon einmal gestoppt, Ricardo hat zweimal gestoppt und die Ferrari, Verstappen und Perez noch gar nicht vor dir. Und hinter dir sind ganz viele Einstopps. Warum ist Ricardo gerade in mir gespawnt und jetzt wieder despawned? Weil das kann. Wer hat rausgetappt? Wobei ich diesen einen Stopp eventuell auf Safety Car schieben würde. So, dann ich versuche schlicht und ergreifend rauszufinden, ob die Soft Medium bzw. Medium Soft fahren. Oder ob die Medium Soft und. Oder halt generell Einstopp fahren. Also Norris fährt wahrscheinlich Einstopp. Gehe ich jetzt mal von aus. Okay. Ja, dann bin ich aber mal gespannt. Ja, Norris fährt auf Hart. War eine sehr coole Strategie im Moment. Ich fahr nochmal in die Box. Nochmal? Ja, ich hab schon wieder was kaputt gemacht, aber diesmal. Ach, Tobi. Ja, diesmal war ein bisschen. Ich mach Tobias. Tobias? Mit P. Eins meiner Lieblingsspieler. Baku bezahlt mich immer noch nicht überholt. Köpiza. Ist doch dein Best Buddy. Köpiza. Ich darf's Maul, wenn der hier ankommt. Hast du den in diesem Rennen kaputt gemacht oder im letzten? Ja. 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 Ich glaube, in beiden. Plus 1527. Oh, ich fange an, die Bremslinie wieder zu sehen, noch im Tunnel. Oh, geil. Der Schatten der Häuser, der macht das jetzt mittlerweile ganz gut. Da 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 da
Jetzt kann ich schwimmen mal doch endlich Vollgas fahren, wenn ich alles treffe. Ja, ich zuck ein bisschen. Das war so nicht geplant. Entschuldigung. Upsi. Tut mir leid. Immer auf feste Brust. Ich war gerade blau, Flagge. Excuse me, please. Ah, ne, gelb, meine ich. Ich war gerade gelb. Oh, my fault. Also. Passiert? Ich hab vielleicht ein Tickchen zu spät auf Mirabeau gebremst und Norris hat sich dann an meinem Hinterrad eingehakt, ich habe die Kurve gekriegt und er ist halt dann in die Begrenzung gefahren, ein bisschen, vielleicht. Weiß nicht, ob's toll war. Das war die Rache für das, was die KI... Also manchmal liebe ich ja so Twitter-Threads, ne? Warum? Threads? Ja, steht da irgendwas hinten dran und dann 1 von 28. Ja. Und dann denke ich mir so, nein. Aber warum keine Karls? Warum denn Freds? Ja, weil Fred der eindeutig sympathische Name ist. Ach so. Ja, und Twitter ist ja eine durchaus sympathische Company und die haben sich gedacht, bevor wir das Karls nennen, lassen wir die Leute Freds schreiben. Genau. Guck mal auf dein Handy, du Spacken. Nee, das hängt am Ladegerät. Okay, dann nicht, du Fotzenkopf. Netter Min. Ja, warte. Da. Wieso? So, jetzt lasse ich dann wieder Ricardo überholen als nächstes. Der ist aber ein Stück weg. Das gibt's doch nicht. Sehe. Sag ich doch. Aber alles nur einholbar. Glaube ich. 16,9. Oh. Holmes. Wer hat aktuell die schnellste Runde? Holmes. Das Ricardo. Ist eine durchaus berechtigte Frage. Ja, Ricardo, der hat gerade die Einblendung. Achso. Ich sagte, der hat aktuell. Also, ich habe verstanden, wer hat. Nee, der hat. Ja, gut. Weil der gerade vor mir ist, sehe ich das hier. Stimmt. Ich finde gerade den Gedanken sehr lustig, dass ich Julian gerade zum Handy abbrennen lassen für ein simples Pimpelpelapöp. Ja, wer schuld, wenn er es macht? Ja, finde ich wohl lustig. Bin ja leicht zu bespaßen. Hier ist Tobi jetzt einfach Trivial Pursuit Fragen vor. Gut. Luftbrücke, Tobi, wir machen Jeopardy. Hast du die Frage da wirklich? Nein. Wenn ich die finde, verbrenne ich die Karte. Wie heißt die Hauptstadt der autonomen Region Trentino Südtirol? Salzburg. Nee. Trient. Ah ja, das stimmt. Jetzt wo ist das? Für welche US-Rockband schwingt Tico Torres die Schlagzeugstöcke? Bon Jovi. Richtig. Wer wurde als erster US-Präsident zum dritten Mal im Amt bestätigt? Keiner. Nee, keiner ist leider falsch. Gab nur zwei.
Irgendwann gab es, glaube ich, mal so eine komische Regel, aber ich weiß es nicht. Roosevelt. Der Franklin D. Also wahrscheinlich wegen dem Zweiten Weltkrieg. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Welcher Künstler aus Philadelphia arbeitete als Maler, Fotograf und Filmemacher und starb 1976 in Paris? Andy Warhol. Nein. Nicht? Nein. Der Einzige, der das alles mal gemacht hat, die ich kenne. Ja. Wann starb der? 76. 38. Keine Ahnung, Monet. Monet ist bestimmt in den USA in Philadelphia geboren worden, Tobi. Ich glaube auch, Monet ist ein bisschen früher gestorben. Ja, ich glaube auch. Ich habe nicht mehr gehört, wann, wo der geboren ist. Okay, wenn ich so ein Test. Ja, in Philadelphia. Da ich keine Ahnung habe, habe ich halt irgendwas gezocht, deswegen. Wer ist es denn? Dann sage ich mal, es ist Man Ray. Ja, wir haben die gehört. Ob man den kennt? Ich habe keine Ahnung. Nicht. Aber das weiß er. Wenn du das nicht weißt, dann weiß ich auch nicht. Wie viele verschiedene Zeichen können in einem Byte verschlüsselt werden? Na, Tobi, na, komm, das könnte ich auch raten. 156. Völlig richtig. Welcher Amerikaner siegte 10 Jahre vor seinem Landsmann Lance Armstrong bei der Tour de France? Tobi. 59? Ja. Obwohl, nee, Entschuldigung. Das war der Fahrradfahrer Neil Armstrong, ne? Wann war das in den 90ern? Neil Armstrong? Lance Armstrong war der Fahrradfahrer. Echt? Oh, dann ja gut, Lance dann 59, Tobi. Nee, Neil Armstrong war der 69 auf dem Mond gelandet ist. Ja, sag ich auch. Und 10 Jahre vor seinem Landsmann Neil Armstrong? Ja, es geht aber um den... Es geht aber um es den geht um Lance Armstrong. Sieger der Tour de France von Lance ja, gut, Armstrong. Ja, 90er. Dann ist 90er realistischer. Louis Armstrong? Nee. Greg LeMond. Ich dachte, bevor der Trompete gespielt hat. Hätte man eigentlich wissen müssen. Peter Maffay. Natürlich hätte man das wissen müssen. Welche dalmatinische Hafenstadt hat den Ruf als die Perle der Adria? Da war ich schon mal. Moment. Hoff nicht. Och Mann. Ja. Und James, was machst du denn da? Hast du mir ein Flügelgelb bekommen? Ja, das habe ich gesehen. Ich liebe Wunder der Technik. Hat mir jetzt irgendwie geholfen, dass du gesagt hast, dass du da schon mal warst. Na ja, gut, das schließt die Länder relativ gut aus, ne? Ja. In welchem Gassenhauer singt Marlene Dietrich Männer umschwirren mich wie die Motten das Licht? Könnte man sogar kennen. Ja, aber ich kenne keine Songtexte von Marlene Dietrich Liedern auswendig. Ich sag mal so, das ist der erste Song, der mir bei Marlene Dietrich einfallen würde. Achso, da mir gerade null einfallen. Und das mir fallen auch damit anscheinend wie James und Julian geht. Okay, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. In welcher Stadt wurde 1970 die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet? Greenpeace, Entschuldigung. In also einer verschiedenen Städte. Bitte? Ihr habt euch jetzt beide gerade gut überlappt. Ich sagte, Greenpeace und Greenpeace sind zwei verschiedene Städte, wo die gegründet werden. Und James sagte, was von irdischer Stadt. Ja, ich mutmaße, es ist eine irdische Stadt. Das ist durchaus richtig. Ich weiß nicht, irgendwo in der Schweiz. Nicht ganz, es ist in Vancouver passiert. Ja, ist doch ich hatte Schweiz. Kanada im Kopf. Ja, dann hättest du was gesagt. Du ich hätte nämlich Vancouver trauen. Im Kopf, ja. Ja, der vorne könnte jetzt gesagt, ruhig mal langsam aus dem Weg fahren. Ja, jetzt hat er auch die nächste 5 Sekunden Strafe gekriegt. Toronto, Ottawa, Vancouver, Montreal. Montreal gibt eine ganze Menge in Kanada. Einfach raten. Welche Theatergruppe wurde 1949 unter anderem von Helene Weigel gegründet? Was ist 49? Ja. Theatergruppe? Mhm. Das ist auch mein Kerngebiet. Hm. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Leider nein.
Aber ja, guter Dresdner Frauen aber gute waren Idee. Ursprünglich meine Theatergruppe. Das Dresdner Frauenquartett. Nee, das Berliner Ensemble. Ach ja. Ja, ja. Welches Körperteil eines Hasen bezeichnen Jäger wie ein unentbehrliches Küchenutensil? Löffel, die Ohren. Völlig richtig. Wie nennen Fußball einen gleichzeitigen Tritt zweier Spieler gegen den Ball? Dumm. Pressball. Ja, Pressschlag, Pressball. Pressschlag, okay. Passt. Dumm finde ich auch gut. Dumm ist definitiv richtig. Also hätte ich gegeben den Punkt. Ja, dann kriegt James den auch. Okay. Wie heißt die Hauptstadt der GUS-Republik Blick Tadschikistan? Lampukistan. Nee, das ist ja auch ein Land. Egal. Warte, wie hieß denn nochmal die Hauptstadt von Lampukistan? Islamabad. Nicht? Achso, das war deine Antwort. Nee, Dushanbe. Dushanbe. Ja, Dushanbe. Das klingt A ist voll, Dushanbe. Die Marktplätze da, also Washanbe. Ja. Welche Hollywood-Diva übernahm die Hauptrolle in der Neuverfilmung des Kinokrimis Gloria? Donna Summer? Nee, Sharon Stone. Donna hat Julian gesagt. Achso. Deswegen habe ich Donna Summer gesagt. Wie alt war Konrad Adenauer, als er 1963 seinen Abschied aus der Politik nahm? 83. Über 90. Warte. Ja, war auch bei 90. 94 war er, glaube ich. Nein. Es kann sein, dass er 94 war, als er gestorben ist, aber er hat sich nicht in den Tod gearbeitet. Ah, dann vielleicht so 91. Vielleicht noch andere Gebote? Das ist 89. Das wäre 87. Wie heißt der Mohr von Venedig? Der Rotti. Gute Idee, es wäre Othello. Der Sarotti-Mohr. Das war auch klasse. Also da Othello, sagt der Italiener doch, wenn er angerufen wird. Ja. Othello. Ah. Sagt der Italiener, wenn er angerufen wird. Mein ja. Über welche ferne Insel stolziert der Kea in freier Wildbahn? I. Hawaii. Nee, die neuseeländische Südinsel natürlich, Tobias. Ja, Neuseeland. Wollte ich auch sagen. Ich meinte auch Australien. Wie komme ich auf Hawaii? Wie lautet der Vorname des ehemaligen russischen Schachgroßmeisters Karpov? Wladimir. Dimitri. Nee, Anatoli. Schade. Erstmal alle Stereotypen rausgehauen. Was hast du gesagt, Tobi? Was? Nee, was war deine Antwort? Dimitri. Ja. Da gab es einen, aber es gab noch einen anderen russischen Schachgroßmeister. Ja, die verwechsel ich ständig. Ja, das ist doch, welche Mondform ist auf der türkischen Staatsflagge abgebildet? Halbmond. Halbmond, ja. Ja, Halbmond, ja. Mondsichel passt. Sichel. Bei welcher US-Popband war David Byrne oder Birne? Jahrelang der führende Kopf. Boah, fuck, das wüsste ich mal. Glauben. Nee, kenn ich nicht. Yes for Fears. Ne. Bei den Talking Heads. Nee, doch nicht. Ja, schon mal gehört. Welche Bomber waren für die Westberliner eher hilfreich als gefährlich? Nee, jetzt hättest du Luftbrücke sagen. Ja, ist nicht so falsch. Welchem Wirtschaftsboss gelang nach dem Ausstieg aus der Macht ein Buch über die Macht der Freiheit? Jeff Bezos. Winterkorn. Dem gelang das höchstens nach dem Ausbruch aus dem Knast, aber das ist eine andere Geschichte. Der war doch nie drin. Ja, Kachelmann. Das ist richtig. Nee, Kachelmann ist auch leider nicht richtig. Hans-Olaf Henkel. Ach, der hier mit dem weißen Riese. Richtig. Die Qualität von Henkel. Welches Mitglied aus der Moskito-Familie sticht? Das Weibchen oder das Männchen? Weibchen. Ja, hätte ich auch gesagt. Hätte ich gesagt beide. Nee, es ist tatsächlich nur das Weibchen. Welcher frühere Bayern-München-Profi hatte stets den Ruf als der Putzer des Kaisers? Nee, Frank Beckenbauer war der Kaiser. Ist ja der Kaiser, richtig. Lichtgestalt. Luca Toni. Ne, Katsche Schwarzenbeck. Natürlich. Kann mir mal jemand sagen, wie viel Luft ich nach hinten habe? Ja, prinzipiell schon, 20 Sekunden.
Muss hier hochkomplizierte Fragen vorlesen. Welches Land verdankt seinem Namen einen Entdecker aus Genua? Grenoble? Nee. Ist eine Stadt, aber ist egal. Ja, was zu nur ist ein Stadtstaat. Bolivien. Nee, Kolumbien. Ach, Kolumbien. Der kam aus Genua? Der kam aus Genua. Der war kein Portugiese. Der war nicht Vasco da Gama. Okay. Welche Wundermasse erfindet Robin Williams in der Rolle des zerstreuten Professor Philip Brenner? Blabber! Bitte? Blabber! Hier triffst du erstmal die Boxen einfach, bevor du so rumschreist. Das ist völlig richtig. Welcher Bundeskanzler startete eine Green Card Aktion, um ausländische Computerexperten ins Land zu holen? Kohl. Nee, der Nachfolger. Gerhard Schröder. Ich kann sagen, ich hätte jetzt auch eher auf Schröder getippt, ja. Wie heißt der jugendliche Gefährte des Millionärs Bruce Wayne aus Gotham City? Robin. Robin, nein. Ja, aber der hat ihn ja auch nicht. Einen. Dick Grayson. Genau. Welcher explosive, aber noch nicht explodierte Körper heißt wie ein Mensch, der nicht durchblickt? Und jetzt sagt bitte keiner Julia. Blindgänger. Das ist völlig richtig. Aber Julian auch. Ist auch ein Blindgänger. Welche leckere Kugel wurde nach einem Salzburger Genie betitelt? Die Mozartkugel. Das ist völlig richtig. Wie heißen die christlichen Nachkommen der Ägypter aus dem Altertum, die im Niltal und in Kairo leben? Idioten ist nicht richtig. Nein, Pharaonen ist auch nicht richtig. Echt nicht? Komisch. Naja, es ist erstaunlicherweise nicht richtig. Es sind die Kopten. Ja. Hast du schon mal gehört? Mit welcher Rockband verbrüderte sich der Komiker Michael Mittermeier für seinen Hit Kumbaya? Ich kenne das Lied. Ich kenne das Lied auch. Toten Hosen sind leider nicht richtig. Ist auch keine Rockband. Club 3. Nee. Hey, Mittermeier hat mit einer Rockband zusammengesungen. Yep. Ja. Mittermeier kann singen? Ja, nein. Nee. Mittermeier hat er nur mal gemacht. es wäre Guano Apes. Oh. Ah ja. Ich war da ja schon am Leben, ich weiß das. Ja, ich kenne die Band. Aber ich hätte jetzt nicht das mit Mittermeier. Guano Apes kenne ich auch, aber... Er hätte sie jetzt tatsächlich nicht damit in Verbindung gebracht, aber unter damals, welchem, als sie es gemacht haben, waren die recht bekannt. Ja, war so in den 90ern, ne? Ja, Ende der 90er. Ja, richtig. 98, 99. Unter welchem Namen ging der 29. Oktober 1929 in die Annalen der wirtschaftspolitischen Geschichte ein? Hier war doch Börsencrash, Wall Street. Black Friday. Der Schwarze Freitag. Der Schwarze Freitag, völlig richtig. Ja. Welcher Buchtitel von John Grisham bezeichnet einen Verein zur Förderung der Frömmigkeit in der katholischen Kirche? Sagt der Autor was, aber naja. Ja, der Autor sagt mir auch was, aber den Roman kenne ich nicht. Ich glaube, jetzt hängst du wieder hinter dem Grüppchen fest. Manu! Völlig richtig. Es wäre die Bruderschaft. Wie nennt man einen kleinen Dolch mit einer dreikantigen Klinge? Dreizack. Dein Verderben. Nee. Den Dreizack ist es nicht. Nee, Tobi hat die 3 gehört. Ja. Ja. Es wäre ein Stiletto. Ah. Welcher US-Sportler wird Pistolen-Pete gerufen? Jeder Amerikaner jeweils. Welcher US-Sportler wird Pistolen-Pete gerufen? Weiß ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Merkst du selber, ne? Es wäre natürlich der Tennisspieler Pete Sampras, den ich nicht kenne. Ah, doch, Name den sagt mir was. Den Tennisspieler, so vom Namen her kenne ich ihn auch. Ich nicht. Hätte auch sagen können, welchen Sport übt Pete Sampras aus? Hätte ich sagen können, Tennis.
Dann sag mir doch lieber, in welchem deutschen Wald sich das Hermannsdenkmal erhebt. Teutoburger Wald. Das ist völlig richtig. Wie man übrigens damals von Arminius auf Hermann gekommen ist, das erschließt sich mir bis heute nicht besonders. Macht den Leuten damals wahrscheinlich auch nicht. Welchen selbstverliebten Schönling aus der Fantasie von Oscar Wilde spielte Helmut Berger fürs Kino? Oscar Wilde, ne? Hier, Huckleberry Finn. Das geht in die richtige Richtung, aber nein, der war es nicht. Tom Sawyer. Ne, der war es auch nicht. Also es ging nur in die richtige Richtung, weil das passte zum Auto. Ihr seid das Einzige, was ich von Oscar Wilde kenne. Es wäre Dorian Gray, aus das Bildnis des Dorian Gray. Wie lautet die deutsche Übersetzung für den Namen der bolschewikischen Tageszeitung Pravda? Das ist eine gute Frage. Ja. Die ich dir leider nicht beantworten kann. Nee, ich auch nicht. Nee, dann sag mal. Aber ich sag euch, die Wahrheit. Hui. Okay. So hieß das denn. Wer schrieb das Libretto zu Kurt Weils Drei-Groschen-Oper? Weiß ich nicht. 30 Pfennig. Der jetzt wenigstens 50 Cent gesagt hat. Ich kann 30 Pfennig durchaus nachvollziehen. Ja, toll. Drei-Groschen kriege ich auch noch hochgerechnet. Wer denn? Wer denn? Bertolt Brecht. Oh lol. In welchem Jahr rollten die ersten Minis über die britischen Landstraßen und Motorways? 1963. Nee. 1965. Nee. Aber es doch in den 50ern schon. Das ist völlig richtig, das wäre 1959 gewesen. Aber denkbar knapp an den 60ern vorbei. Mit welcher Hand schlug Martina Navratilova ihre gefürchteten Aufschläge? Mit der linken. Ja, das ist völlig richtig. Links. Ja, einfach, weil wenn das eine Frage ist, dann ist es eine Besonderheit und die meisten sind Rechtshänder, also bin ich davon ausgegangen, es war die linke. Also stelle ich jetzt so gehe ich an Quizfragen tatsächlich nicht dran. Ich aber auch so eine Frage stellen würde, wenn das einfach eine Rechtshänderin wäre. Ja, aber meistens wird das besonders hervorgehoben, aka eine Quizfrage verarbeitet, wenn es dann was Ungewöhnliches ist. Ach, Pöppelapöp, das sind die Fallen, meine Damen und Herren. Ja, es hätte ja auch die Falle sein können. Julian macht einfach nicht genug Quiz für sowas. Welche der liparischen Inseln Italiens mit gleichnamigen Vulkan heißt wie ein berühmter Kinofilm? Mach mal vorne. Welche der liparischen Inseln Italiens mit gleichnamigem Vulkan heißt wie ein berühmter Kinofilm? Casablanca? Nee. Bauch geraten. Hier ist Stromboli. Völlig richtig. Bumm. In welchem Film kämpft Rocky Balboa gegen den Weltmeister Apollo Creed? Rocky 2. Rocky 2, ist völlig richtig. Boah, geil! Hab ich nicht mal gesehen. In welcher Stadt wurde 1995 bei einem Bombenanschlag ein Hochhaus der US-Bundesbehörden zerstört? Washington. Nee. Miami, New York. Nein. Oklahoma City. Ah. Oh klar, Homer war's. Wer sonst? Yeah. Welches Jahr wurde im 20. Jahrhundert... Paris, verzieh dich! Ja, gut. ...wurde im 20. Jahrhundert als das Orwell-Jahr gefeiert? Dann nochmal. Welches vorne, bitte. Welches Jahr wurde im 20. Jahrhundert als das Orwell-Jahr gefeiert? Das ist 84. Das ist völlig richtig. Wie werden die magnetbeschichteten Disketten genannt, die sich ab 1983 etablierten? Floppy Disk. Völlig richtig. Welcher spanische Clown wurde mit seiner Nummer Akrobat Schön weltberühmt? Eieiei, Muchacho. Keine Ahnung, wenn ich bin. Ach komm, Grosjean. Boah, James. Ups. Das war Grosjean. Nee, das war Paris dürfte das gewesen sein. Ja, Paris ist raus. Ja.
James, der ist kaputt. Es wäre übrigens Charlie Rivel oder Rival oder Rivel. Ich hab die Frage gar nicht mitbekommen. Ist egal. Irgendein spanischer Clown. In welchem Land kann man auf dem Vierwaldstätter See rudern, Tobi? Österreich. Nee, in der Schweiz. Okay. Ich gehe dann rechne eine Annahme, dass, dass da hinten nichts mehr ist, was mir gefährlich wird. Ja. Naja, also das Norris hat eine Sekunde auf dich und Russell hat halt danach 30 Sekunden Abstand. Wer war der ältere der beiden Jazz-Brüder? Julian Cannonball Adderley oder Ned Adderley? Ned. Würdet ihr mal bitte vorbeifahren? Der ältere, das war Julian Cannonball. Das ist völlig richtig. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich wusste es nicht. Hä? Upsi! Wie lautet seit 1578 der Titel des höchsten Priesters und weltlichen Würdenträgers Tibets? Gandhi. Bitte? War das nicht Gandhi? Nee. Oder willst du den Titel wissen? Das weiß ich nicht. Titel wollte er wissen. Heiligkeit. Aber Gandhi ist auch Indien gewesen. Ist der Shinto. Nee, warte, das ist eine Religion. Das ist völlig richtig, das ist die größte Religion Japans. Die zweitgrößte, Entschuldigung. Upsi! Größte ist der Buddhismus. Nee, weiß ich nicht. Das ist der Dalai Lama. Ach, Dalai Lama! Ach, ja, ich habe ja 5 Sekunden. Ja, Dalai Lama, ja, kenn ich. Ah, ich hab schon wieder einen gelben Fragenflügel. Welches dramatische Schiller-Gedicht in 5 Akten spielt am Hof von König Philipp II. Von Spanien? Die Glocke. Nein, Tobi, nein! Ist er nicht. Die Glocke kannst du auf 2 Verse zusammendrücken, aber da kommt kein Philipp II. Vor. Ja, hat der Nagorsnik doch mal bei gefragt, ja, genau. Loch in Erde, Bronze, Rinn, Glocke fertig, bim, bim, bim. Jetzt bin ich Elfte. Don Carlos wäre es übrigens. Don Carlos, ja. Ja, das klingt auch so spanisch, aber... Das ist völlig richtig. In welcher Geburtsstadt machte der Architekt Sir Norman Foster als Knirps die ersten Sandkastenspiele? Helsinki. Nee. Warte mal, der ist Sir, ne? Dann der ist Sir. Wahrscheinlich der in Manchester. Das ist völlig richtig, Tobi. Kann ich nichts gegen sagen. Ist ja klar, weil alles hört aus Manchester kommt. Völlig richtig. Wie lautet der amerikanische Name für einen Spielmacher im US-Football? Quarterback. Das ist völlig richtig. Heißt der im Canadian Football auch so, Tobi? Wahrscheinlich. Ich hab mal eingelesen. Du bist doch jetzt Experte für Canadian Football. Ah ne, ich küsse ja nicht genug. Welche europäische Flagge ist in die australische Staatsflagge integriert? Die britische. Wie heißt die, Julian? Union Jack. Es ist gut, dass alle Antworten, die nicht Julian heißen. Welcher biblische Name bescherte Carlos Santana als Songtitel einen seiner größten Hits? Ey, ihr habt so schnell geantwortet, da wollte ich gar nichts mehr sagen. Welcher biblische Name bescherte Carlos Santana als Songtitel einen seiner größten Hits? Komm, hau ne weg! Oh, weiß ich nicht. Maria. Maria, ja, ja. Oh, welcher? Mann, hättest du mal das Lied von Samo gehört. Welcher spätere Staatspräsident floh nach der Kapitulation Frankreichs 1940 nach Großbritannien? Das weiß doch keiner, die Franzosen haben so oft kapituliert. Das ist richtig. Da ist es schon schwierig, den Track zu behalten. Ja, ne? Dem Motto, was ist der längste Zug der Welt? François Rückspiegel. Der Rückzug, der französische Rückzug. Nee, Hollande war es, glaube ich, nicht. Nee. Mitterrand. Na, Charles de Gaulle. Aber nah dran. Da habe ich erst überlegt, da habe ich gedacht, Charles de Gaulle. Eigentlich ist Charles de Gaulle in Bezug auf Frankreich immer eine richtige Antwort. Charles de Gaulle auf Frankreich. Ja, aber Mitterrand ist auch nicht ganz in Hörner. Ich hätte halt den Charles de Gaulle vor 1940 schon als Präsident eingeordnet, deswegen habe ich Mitterrand genommen. Wer ist die bekannteste Sopranstimme aus Mannheim?
Serenaido. Warum nicht das der Sopran singen? Doch. Ich habe keine Ahnung, ist der einzige Mannheimer, den ich kenne. Ich auch. Anneliese Rothenberger. Ja. Die kennt ja. Kennt man, ne? Wie verspottet man eine Person, die ohne Approbation als Heilpraktiker die Kranken behandelt? Ich lasse auch Homöopath übrigens gelten. Hey. Ich würde sagen, ich nehme Homöopath. Ja. Andere Vorschläge? Nein. Quacksalber. Ja, werde ich auch durchgehen lassen. Kurpfuscher haben wir hier noch. Was von Globuli? Was haben wir da noch? Kurpfuscher. Aber Quacksalber, ja, hätte ich genauso. Ja, der salbt halt nur und quatscht dabei richtig, so ein bisschen. Ja, wie heißt die japanische Sportart, bei der die Wettkämpfer mit Bambusschlagstöcken gegeneinander fechten? Japanisches Fechten. Ja, das ist inhaltlich wahrscheinlich richtig. Der deutsche Begriff dafür. Nee, der japanische. Du suchst den japanischen. Ich suche den japanischen. Ja, übersetzt auf Deutsch heißt es japanisches Fechten. Das werde ich jetzt erstmal Google fragen. Wenn das stimmt, kriege ich den Punkt, ja? Nein. Google Übersetzer, meine Freunde. Aus dem Japanischen. Japanischen. Karaburums Karumbu Vetokong. Nee, heißt nicht ganz japanisches Fechttum. Schade. Aber ich kann dir sagen, es ist auf Deutsch übersetzt Präfektur. Wenn du jetzt deine Japanisch-Skills rausholst, kannst du doch lösen. Falsche Kendo. Lautsprache. Kendo. Kendo. Okay. Woher soll ich das wissen? Weiß ich nicht. Welches Wüstenkönigreich erstreckt sich zwischen Jordanien und dem Oman? Narnia. Ja, nicht ganz. Israel. Nein, Saudi-Arabien. Ich hab kein Königreich Israel. Ist auch durchaus richtig. Welcher Punkband gehörte der verstorbene US-Sänger Joey Ramone an? Die Ramones. Ja, ist richtig. Wer reiste als erster französischer Staatspräsident offiziell nach Peking? Hollande. Nee, Jacques Chirac. Ach, der dritte. Mitterrand, De Gaulle und Jacques Chirac, ja. Welcher englische Dramatiker heißt mit Familiennamen wie einer der berühmtesten Filmagenten? Bond. Wenn du jetzt noch einen Vornamen sagst, ist das die korrekte Antwort. Keine Ahnung. Du hast nicht nach dem Vornamen gefragt. Immer wenn man nur nach Namen fragt, reicht immer der Nachname in den Quiz beigefragt, Georg. Ja, das ist aber Trivial Pursuit. Achso. Aber Bond ist richtig, es wäre Edward Bond. Ja, das wollte ich gerade sagen. Welches Rechengerät besteht aus mehreren Stangen mit Kugeln, die sich in einem rechteckigen Rahmen befinden? Rechenschieber ist richtig. Abakus. Ist genauso richtig. Aber das ist ja so das Gleiche. Welche Tonübung am Kasten heißt wie eine Schussvariante im Fußball? Bann. Jetzt bin ich ja, das wissen ja die wenigsten, ein großer Barrenturner. Ich bin da früher in der Schule gar nicht drauf gekommen. Vollspann. Nee, Flanke. Flanke. Ach, das kenne ich hier so. Planking. Ja, ja, ja. Plank E. Warum kommentiert mir der Stoffus hier nachts? Jetzt ist ja, der soll schlafen. Vielleicht hat er Urlaub. Ja. Oder YouTube ist der Meinung, dir jetzt erst die Benachrichtigung zu schicken. Krieg die E-Mails manchmal auch erst 2 Tage danach. Nee, vor 14 Minuten oder so nicht. Fleißig. Immer noch 4 Runden. Wie heißt die größte Stadt Pakistans, die an der Indus-Mündung liegt? Bagdad. Karachi. Gesundheit. Wie heißen die beiden Männer, die Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in dem Film Männer spielen? Herbert Grönemeyer. Gunther und Friedrich. Nee, Julius und Stefan. Ja.
stimmt. Wie heißt die Flotte, deren Untergang 1588 den Abstieg der spanischen Weltmacht einleitete? Fuck. Scheiße. Mayflower. Kann man so stehen lassen. Nein. Der Racing Point ist gerade über James drüber geflogen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich hätte das gerne aufgenommen. Ich hab's so halb auf der Aufnahme. Ich hab die perfekte Perspektive. Wie heißt die Flotte denn? Armada. Armada, ja. Ach ja klar. Spanische Armada. Hab ich da letztens noch was zu gesehen. Mayflower ist, glaube ich, genauso richtig. Ist was völlig anderes, aber ist genauso richtig. Das ist was völlig anderes. Die Mayflower war nämlich eines der Expeditionsschiffe Kolumbus. Du und welche Armada? Aus welchem Land stammt der Komponist Frédéric Chopin? Frankreich. Belgien. Oder der Schweiz, vielleicht auch aus der Schweiz. Polski. Ah. Polski. Das sind Polen. Aus Polen? Ja. Hm. Ja, hätte ich gewusst. Jetzt mal gesagt. Ich hätte ja kurz warten können. Ne. Ich hätte ja auch nicht gewartet, wo ich Union Jack sagen sollte. Wir sehen nicht. Sehen nicht. Welches ist die größte Giftschlange, die über unseren Planeten schleicht? Die Kobra. Nein. Welche? Nee. Königskobra. Das ist völlig richtig. In welchem europäischen Land wurde das erste olympische Eishockeyturnier ausgetragen? Kanada. In welchem europäischen Land? ist ein bisschen größenwahnsinnig. Letztes Mal, als wir das versucht haben, ist nicht so gut geendet. Dänemark. Nee, Belgien. Ich hätte aber auch irgendwas im Norden genommen. Ich hab das europäische überhört. Ich hab nur Land gehört. In welchem Land? Ich hab nur so halb. Naja, egal. Ja, und das erste Land, was mir einfällt, ist Kanada. Ja, Land und Winter, olympische Winterspiele. Völlig luzid. Kann man so durchgehen lassen. Okay. So, eine Karte schaffen wir. Welche drei Gebirge treffen im Pamir-Hochgebirgsknoten zusammen? Ja, zwei hätte ich gewusst. Ach ja? Hm. Komm mal her. Ural, die Alpen und die Pyrenäen. Nee, bleib im falschen Land gelandet. Es ist Himalaya, Hindukusch und Karakorum. Naja. Karakorum klingt wie was zu trinken. Das ist so ein Karakorum, ne? Ja. Welcher deutsche Jazz-Posaunist wuchs als Waise in der Nähe von Stuttgart auf? Müsste man nur noch Deutsche kennen, die Jazz machen. Ja, das scheitert bei mir auch. Da fällt mir Marty Fischer ein. Der ist es nicht, das ist Wolfgang Dauner. Nee, ist aber auch in Hamburg aufgewachsen. Ich. Welcher US-Präsident übernahm vor seiner Präsidentschaft die Erdnussplantage seiner Familie? Warte, vor oder danach? Vor. Vor? Dann müsste Clinton gewesen sein. Nein. Dann war es Bush. Nein. Reagan. Nein. Arthur. Nein. Bush Senior. Nein. Nixon. Nein. Roosevelt. Nein. Beide nicht. Carter. Ja. Jetzt haben wir auch. Ja, fast alle, ja, das ist richtig. Ja, alle, ja, aber ich wette, durch. Auf Carter wäre kein anderer gekommen. Carter hätte ich irgendwann oder früher oder später noch gesagt. Welcher deutsche Schriftsteller nahm 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft an? Das hätte ich tatsächlich hinbekommen. Ist ja? 44. Theodor Fontane. Ja, der Thomas Mann ist er. Der ist es auch, der Thomas. Was kann ich, die Fontane da. War der schon tot? Den kann ich ganz schlecht einschätzen von den Daten her, so auch wurscht. Welche flugfähigen, wirbellosen Tiere werden auch Falter genannt? Schmetterling. Richtig. Ich bin als Zweiter über die Ziellinie. Wie viele Jahre nach Barcelona sprang Heike Drechsler in Sydney erneut auf den olympischen Goldthron? Ich gebe euch einen Tipp, die Zahl sollte durch 4 teilbar sein. Bitte noch. Du
Matthias, bitte keine Ahnung, wie oft die goldene Toilette gehen durfte. Bitte nochmal die Frage. Wie viele Jahre nach Barcelona sprang Heike Drechsler in Sydney erneut auf den olympischen Goldthron? Vier Punkte! Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. 16. Nee, 8. Okay. Ich wollte nur meine Platzierung nennen, deswegen. Gut. Aber angekommen, Tobi. Erste Mal in dem Spiel. Dann Kackrennen. Ist das zweite Mal angekommen. Nee, ja, du bist häufiger schon angekommen in dem Spiel. Aber in Monaco. Seitdem wir F1 2019 kommen, ist das erste Rennen, was ich beendet habe, ohne vorher rauszufliegen. Bei mir ist es, glaube ich, das dritte oder das vierte. Ja. Ich weiß es gerade. Müssen wir noch Interviews machen? Ja. Ja. Okay. Mir gefällt es übrigens besonders, dass ich nochmal die schnellste Runde habe. Kriegt dafür zwar keinen Punkt. Nee, der kriegt den keinen. Ah, keiner kriegt den Punkt. Richtig. Das ist wundervoll. Dann fangen wir doch mal an. Matthias. Ja, war geil. Also Props gehen raus an Kimi Räikkönen und danach war es ein tragisches Versagen der Bremsen. Und wenn diese Fliege jetzt nicht langsam... Also Giovinazzi hat übrigens auch Vogel abgeschossen. Ich glaube, 4 Strafen bekommen in diesem Rennen. Ich habe auch ein paar mehr gehabt. Ich glaube auch 3 oder 4. Julian. Ja, war geil. Also Props gehen raus an Monaco. Nein, weiß nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht, weil ich will nicht mehr. Ja gut, dann ich, ja, 5 Stops. Du hast jetzt mich Chaos übergangen. Ach ja, Entschuldigung. Was ist heute irgendwie? Tobi hat mir was erzählt, von wegen, er ist ein Zweiter über die Linie gefahren. Ja, toll, dann denke ich natürlich jetzt, er ist Zweiter geworden. Nein, Tobi, bitte. Sorry. Ich freue mich irgendwie, dass ich mal angekommen bin und das noch in Monaco. Leider keine Punkte, aber immerhin hat mein Teamkollege ganze 12 geholt. Nice. 8 Stops hast du geholt. 8 Stops. Das ist nicht der Rekord. Nicht schlimm, der steht noch bei 10. Ja. Dann hat der Schenzo. So, und ich sag dann, 5 Stops und 14 auf 8 vorgefahren. Bin ich okay. Und das mit auch nochmal 8 Sekunden Strafe. Einmal 5, einmal 3. Die 5 Sekunden habe ich übrigens gekriegt, als Troll über mich geflogen ist. Was ich sehr nett von dem Spiel fand, ich stand da. Wer ist über dich geflogen und du kriegst eine Strafe? Ja. Das ist wirklich nett. Finde ich berechtigt. Nee, auch. Da stehst du einfach rum. Ja, eben. Dann gucken wir noch einmal kurz in die Rangliste, machen einmal kurz einen Screenshot davon, damit ich alle Punkte richtig einsortieren kann. Wunderbar. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Nee. Nö. Gut. Dann sehen wir uns nächste Woche in Kanada wieder und da wird die Welt einfach nur noch besser. Ja. Ja. Bis wir dann übernächste Woche in Frankreich sind. Dann wird die Welt noch besser. Naja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.